He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero. And soon he'd prove it. Willkommen zurück zu Path of Destinies. Bitte entschuldigt, dass ihr nicht die Entscheidung nochmal miterleben durfte, die ich jetzt davor bei dem Buch getroffen habe. Denn ich hatte das Ganze hier schon für ungefähr 7 Minuten aufgenommen. Und OBS meinte dann auf einmal, sich einfach zu schließen. Keine Fehlermeldung, kein gar nichts. Einfach nur plopp zugegangen. Das Schöne ist, ich konnte wenigstens am Anfang dieses Chapters wieder zurückspringen, um wenigstens das Ganze komplett so zeigen zu können. Und das ist auch relativ angenehm. Im Endeffekt war die Situation nur hervorgehoben, wenn man dann sich auf den Skyripper konzentriert, dass halt wir einen Teil davon haben und wir logischerweise beide brauchen, um das wirklich nützlich zu haben. Und dann wurde mal hervorgehoben, oh, wir haben schon jemanden geopfert und dass wir uns nicht auf die Prinzessin stürzen, die ebenfalls gerade mit ihrem Vater alles einnimmt. Sie wird irgendwann eh nochmal in der Zukunft auf uns zukommen. Und dann ist hier auch definitiv interessant, dass nicht bei jedem Playthrough das gleiche erzählt wird. Denn hier zum Beispiel haben wir einen Wasserfall, der bei meinem ersten Versuch angesprochen worden ist. Ebenfalls, als wir das Spiel gestartet hatten beim ersten Mal, war der Fall, dass hervorgehoben worden ist, dass wir jemanden geopfert haben und all dies. Und das war jetzt gerade eben ja weniger der Fall. So, wir haben kein Level-Up, was wir jetzt hier gerade benutzen können, aber... Hey, your workbench. He could try out his new bling. I would love to, aber ich kann interessanterweise aus dieser Ecke hier gerade nicht angreifen, weil ich vielleicht zu nah an der Workbench war. Okay, wir haben einen Gem bekommen, und zwar Elemental Resistance, increase resistance to spell damage by 20%, was durchaus interessant ist, denn bisher hatten wir noch nicht allzu viele Gegner angetroffen, die ernsthaft auf Spells zurückgegriffen haben. Vielleicht wird es in der Zukunft noch ein bisschen heftiger. So, bei den Schwertern können wir aktuell noch nichts machen. Wir haben hier unser Heiling oder Healing Sword auf Level 2 und das ist interessanterweise das Maximum. Interessanterweise, wenn ich nach links klicke, zeigt er mir das Schwert rechts an. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann noch Firestorm mittlerweile freigeschalten und Winterthorn, ne, so ein bisschen. Aber Voidblade, da brauchen wir mehr Ohr interessanterweise noch, aber Wind Essence haben wir. Interessant, gut. Dann versuchen wir mal daran weiterzuarbeiten. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier mal wieder einen Kampf. Das war doch, denke ich, relativ offensichtlich, allein wie die Arena hier aufgebaut war. Ah, und wir haben da hinten einen mit einem Schild. Achtung, Achtung, Achtung. Auch hier, denke ich, ist wieder relativ clever zu versuchen, jeden anzugreifen, der uns hier in den Weg kommt. Damit es nicht die Möglichkeit gibt, dass mehrere auf einmal angreifen können. Nice. Ist da noch jemand? Ich glaube, das waren nur die. Sweet. Leider können wir jetzt hier nicht mehr umdrehen, um das Level-Up gleich zu verteilen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen HP verloren. Dementsprechend wäre es ganz cool, wenn wir hier irgendwas vielleicht kriegen könnten. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Okay, interessanterweise zum Beispiel hier ist eine Tür, durch die wir nicht durch können. Also das bedeutet, da ist ein Weg, den man geht. Und das gehen wir davon aus, dass der Weg da unten entlang ist. Denn wir hatten ja am Anfang da eine Tür. Und ich gehe davon aus, wenn man da unten entlang läuft, hat man die Möglichkeit, dann hier wieder herum rauszukommen. So, das Schöne ist, man kann hier entlang gehen. Aber hier hinten ist ein Weg versteckt, den wir definitiv gehen wollen. Denn hier können wir durch. Joinks. What's there? Okay, die drehen sich weg. Das heißt, wir sollten... Spiel? Die drehen sich nicht weg, what the? Normalerweise drehen die sich weg, um einen die Möglichkeit zu geben, da durchzukommen. Das ist natürlich schon super. Okay, dann werden wir jetzt hier einfach durchrennen, um dann zu realisieren, dass es hier nicht einfach ist, einfach mal so durchzurennen. Cool. The toads had to train them not to peck each other to death.
until these had to be Imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. Okay. So sollte das eigentlich normalerweise sein. What would happen if he jumped? Would he be rescued by an emergency platform? Achtung, Achtung. So, diesmal nehme ich sie jetzt einfach schnell. Das ist an den immer, als versuchen, das jetzt anders so zu machen. Vor allem, weil wir auch so ein bisschen Schaden damit anrichten. Sweet. So, ist hier noch irgendwas? Nope. Also, das ist natürlich ein bisschen unfein, dass da beim ersten Mal sich das Ganze nicht gedreht hatte. Ich hoffe mal, dass unser Tod keine Auswirkungen ernsthaft auf das Spiel haben wird. Und oh, could really give you an edge. The wrong. Well, it still looked pretty. Das ist natürlich so ein bisschen schade, denn ich habe beim ersten Mal andere Belohnungen bekommen. Und das ist natürlich dann interessant zu sehen, dass das halt immer so ein bisschen zufällig ist. Wir kriegen zwar immer scheinbar einen Gem entgegengeworfen, aber es ist nicht unbedingt der gleiche. So, auf jeden Fall, wir können jetzt hier in der Theorie wieder umkehren, zumindest zu einem gewissen Grad. Und ich bin mal so frei, ich werde jetzt hier nicht weitergehen, denn da sind wieder diese Sentries. Und wir müssen es ja nicht versuchen, da jetzt extra nochmal Schaden zu machen. Fewer and fewer trees. There are only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds, except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest. The mice and rabbits. Where are they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Okay, also ab jetzt hier, dem Zeitpunkt, habe ich nicht mehr irgendwelche Erinnerungen, wie das weitergehen könnte. Das ist also auch neu für mich. Erst eine Truhe, nice. Yes, sehr schön. Sweet, 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 sweet. Ansonsten werden wir mal ganz kurz wieder auf das Healing Sword wechseln, obwohl wir mit dem HP eigentlich gerade wieder ganz gut dabei sind. Okay, ich stecke hier irgendwo im Wasser fest und dementsprechend war das gerade hier nicht unbedingt angenehm. So, wir haben hier einen Weg entlang. Mal gucken, wie weit das geht. Das ist immer fies, weil man muss halt immer genau gucken und zum Teil auch einfach schätzen, wo es hier ernsthaft weitergeht. Okay, da ist eine Tür. Da wollen wir logischerweise jetzt erstmal noch nicht hin. Man weiß ja nie, ob dahinter jetzt auf einmal ein Kampf ist und mir auf einmal uns da der Weg versperrt wird. So, wir könnten da entlang. Und, ist hier unten noch was gewesen? Ne, auf den ersten Blick sah es so aus, aber hier ist einfach nur Ende im Gelände. Okay, dann würde ich natürlich sagen, wir probieren das hier als erstes. Und sehen, was hier auf uns wartet. Gegner. Where did that go to? So, dann machen wir mal. Oh. Also zum Beispiel, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Was liegt vielleicht auch daran, dass wir so noch nie diese Situation hatten. Dass die Truhen tatsächlich bewacht werden. Von einem Schutzschild, während man kämpft. Also man kann nicht einfach nur das Zeug sich nehmen und dann abhauen. Wow, dann haben wir schon wie. Wow. Auf einmal finden wir so viele Gems auf einmal. Aber es nimmt natürlich trotzdem dankend an. Okay, dann haben wir jetzt hier die Ehre, den normalen Weg zu gehen. So, ich will natürlich trotzdem mal ganz kurz testen. Ist das eine, das ist eine allgemeine Tür? Okay. Also es ist nicht eine Tür nur für das Starterschwert oder ähnliches. Das ist wirklich eine Tür, die man. Aha. Of course there was a puzzle. You couldn't expect the transcendent emperor to bury a god's eye in a leather sack where anyone could pick it up. Okay, also damit kann ich jetzt das machen. Ja, okay, also Puzzle, you know. Anführungszeichen. Eigentlich nur. See? With enough leverage, you could go anywhere. Okay, also man muss halt einfach nur das Timing richtig haben. Okay, wir haben ein weiteres Level-Up gehabt, dementsprechend ein weiterer Punkt. Dash through enemies. Muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich weiterhin nicht sicher, ob das ernsthaft wichtig ist.
Zumindest aktuell. Vielleicht müssen wir irgendwann in der Zukunft dann gucken, ob das vielleicht nicht sogar clever ist. Zum Beispiel Stunning Dash sollte man vielleicht in der Zukunft nicht ignorieren. Das Schöne ist vor allem, wir brauchen nur 2 Punkte scheinbar insgesamt. Oder heißt das, nee, das heißt... Guck gerade. Okay, also ich wollte nämlich sagen, vielleicht brauchen wir nur 2 Punkte, um dann in der Zukunft das dann wiederum freizuschalten. Aber wie wir sehen, wir haben hier 2 Punkte und da steht dann trotzdem nur 1 von 2. Okay, also never mind. Aber wir brauchen definitiv etwas. Wir brauchen beides im Endeffekt, um das zu bekommen. Versa increases maximum sword energy. Okay, also das ist wirklich einfach nur um Verbesserungen diesbezüglich zu bekommen. Attack reflexes, slow down time after successful attack until your next action. Was interessant klingt, aber bisher ist eigentlich nur draufgekloppe wie kein zweiter. Grab, impale your enemy on your sword when you grab him to cause damage. Also ein bisschen problematisch. Weißt du was, ich würde ganz gern das einfach mal nach unten bringen. That could be useful. Hoffen wir's. Okay, es wird alles ein bisschen düsterer. Also entweder wartet hier mehr Böse auf uns oder wir gehen einfach irgendwo, wo es einfach nur dunkler ist. Okay, Gegner. Ja, natürlich. Okay, sehr gut. Schön, das ist alles hier kein Problem. Wir stellen uns clever an. Hat jemand seinen Helm verloren gehabt im Kampf? Ha. Okay. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there, this felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lupino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now, he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Okay, wir hatten jetzt hier nämlich noch einen weiteren interessanten Punkt, denn im Endeffekt den zweiten Part von dem Skyripper haben wir beim letzten Mal in dem ersten Story-Durchlauf ja eigentlich auch schon anvisiert gehabt, haben aber eine Map jetzt vorgefunden, jetzt beim zweiten Mal, die nicht die gleiche war wie die erste. Also das ist schon durchaus interessant, sehr auch angenehm. Okay, was machen wir? Wir hatten beim letzten Mal den Outpost angegriffen gehabt und man kann definitiv sagen, jetzt wo der Skyripper ja wirklich komplett ist, wäre es gar nicht mehr interessant zu sehen, wie das ernsthaft funktioniert, beziehungsweise ob es funktioniert. Gleichzeitig aber halt auch zu den Scientists zu gehen, die wir beim letzten Mal nicht angesteuert haben, klingt vielleicht auch gar nicht mal so doof, einfach weil vielleicht die ebenfalls so ein bisschen mehr mit dieser Superweapon anfangen könnten. Dementsprechend, ich würde ganz gerne mal die Richtung gehen. Well, of course. If you've just assembled a weapon out of legend that can exile gods from the world, you'd want to have a scientist or two look at it. And even if they disagreed and he had time, he could ask Calaveras himself. Yes, the observatory would be his objective. Why had the parts of the Skyripper only surfaced now, thousands of years after the Transcendent Emperor had dismantled it? The mad Emperor Isengrim had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Was that why these ancient artifacts were rising out of the ground? How perfect, then, that the Skyripper would reappear to be his destruction.
Oha, okay, also da haben wir auch einen interessanten eventuellen Storypunkt miterlebt. So, ich denke, ihr habt gerade gesehen, was ich versucht habe. Und zwar, ich habe versucht, mit dem Feuerschwert einfach mal irgendwelche Gegenstände in der Umgebung anzuzünden. Gerade halt diese Fackeln oder ähnliches. Einfach um nur zu wissen, ob es diesbezüglich irgendwas gibt oder ob das allgemein einfach nur möglich ist. Antwort ist nein. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods? Guten Tag. Ja, interessante, relativ kleine Kampffläche. Hier auch wieder fies. Also wenn zwei auf einmal angreifen, ist es schon leicht unangenehm. Pretty. Was ich ganz schön finden würde, wenn wir vielleicht mal wieder eine Workbench finden könnten. Und allgemein Health, yes, sehr schön. Neat, nice. Ah, Voidblade haben wir leider nicht. He wasn't that good yet. So, jetzt kommt hier vermutlich gleich ein Kampf, um es unmöglich zu machen. Na doch. Als erstes grundsätzlich immer versuchen, auf die verdammten Magier loszugehen. Damit die sich hier an nichts trauen können. Interessanterweise, der hat zum Beispiel jetzt einen Angriff versucht gehabt, hat aber super früh abgebrochen. Er hat einfach nur irgendwo ins Nichts geprügelt. A legendary weapon was exactly what the rebellion needed. They were outnumbered. The once kind emperor had become a tyrant. But his ravens stayed loyal, for he fed them his victims, and the other animals were too frightened to rebel. Renato shuddered at what the emperor was trying to do. To bring back the lost gods, the black harvest, the black sun? No. He would stop that toad, no matter what the risk. Hinten war eine Plattform, wo man hätte hochgehen können. Aber da durften wir nicht. So, jetzt haben wir da wieder... Oh, nice, okay. Hier haben wir einfach nur eine Kiste. Wollte schon fragen, was für Wege sich hier wieder auftun. Ein bisschen die Augen offen halten. Hier kommen wir zum Beispiel nicht rüber. Das heißt, von dort oben kamen wir? Fragezeichen? Und das ist ein alternativer Weg, der im Endeffekt sich dann hier wieder trifft. Möglich. Auf jeden Fall immer cool, wenn man da so ein bisschen in den Hintergrund guckt, wie viel man immer noch sehen kann, was definitiv andere Wege oder bereits genommene Wege sind. So, hätte man mir jetzt nicht gesagt, dass wir zu den Scientists gehen, hätte ich euch sagen können, wir gehen zu dem Outpost, gerade so wie das hier alles aussieht. Renato had found his game changer. He would ignore all distractions and focus on the Sky River. Das ist zumindest die Idee, ja. Had laughed at the government workbench placement program, but you could see the benefits everywhere. Okay, damit wissen wir also auch, warum das hier alles dort ist. Okay, wir haben zwei weitere Gems mit Attack Speed plus 10%, das ist auch angenehm. Und Shieldbreaker, your hits cause shield grants to drop the... Shiny. Okay. Wir haben, wie gesagt, das abgeschlossen. Wir wollen gucken, da fehlen uns zwei Essence noch, hier fehlen uns noch drei. Und hier fehlen uns im Endeffekt nur 5 Ohr noch. Hm. Natürlich schön gewesen, wenn wir die vielleicht früher bekommen hätten. Oha. Okay, wir können also da vielleicht... Imagine getting a horse up in one of these things. He will be cursing a blue streak. Okay, gut zu wissen. Wollte mich schon fragen, ob das Spiel jetzt konstant versuchen wird, uns daran zu hindern, diesen Schalter zu tätigen. Aber jetzt wissen wir, was wir ihn brauchen. Okay, gut. Oh, was haben wir denn hier?
Watch out for explosive ravens, als ich gerade einen von denen hergezogen habe, weil ich dachte, das ist einfach nur ein Sorcerer. When hit or thrown, they will explode after a few seconds. Use them to your advantage. Got it. Oh, ich habe trotzdem Schaden davon genommen. Well, shit. So, weiter hinterher. Gar nicht großartig machen lassen. Kaboom. No one could beat Renardo at Hot Potato. Ha, natürlich so ein bisschen doof wiederum gleichzeitig gewesen, dass... Okay, da können wir nicht zurück, wenn wir da hingehen. Dass ich meine Combo irgendwann zwischendurch verloren habe. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter. Da geht's auch nicht zurück. Das Schiff ist vor allem wieder umgekehrt. Und vor allem, ich dachte, man konnte bei der Anreise hier hinten die Turrets sehen. Jetzt sind sie auf einmal nicht mehr da. Okay. Okay, kleine Belohnung für das hier. Nice. Was genug ist, um eine Waffe zu machen. Auch hier haben wir wieder genug. Jetzt wäre noch ganz schön, wenn wir vielleicht ein bisschen Mana wiederherstellen könnten irgendwann. Okay, da hinten könnte man irgendwas hinklettern. Aber keine Ahnung. Das ist immer so lustig. Man guckt immer so ein bisschen, oh, könnte man das oder jenes machen, aber... Vielleicht waren wir da schon oder haben das verpasst. Ja, wir gehen nämlich komplett woanders hin. Ist ganz schön, wenn du die Dinger vielleicht kaputt machen würdest. Da und... okay. Wir haben genug gehabt, das geht also in Ordnung. Bevor wir irgendwas machen, ist hier noch irgendwas? Nope. Renardo war thrilled. The scientists seemed to think he'd put the Sky Ripper together right. But one toad was worried. Yeah, the Sky Ripper could tear a hole in existence itself. There are invisible strings that tie the universe together. If the Sky Ripper cut one, the hole would widen and widen until our whole existence fell into it. Another toad sighed. Oh, Irving still believes in string theory. At least go see Calaveras. Yeah, said the worried toad. He knows more than anyone else has forgotten about the Transcendent Emperor. If anyone could tell him how to use this weapon safely, it would be Calaveras. It was he who had told Renardo how to find it in the first place. But maybe he had to give up on using it as a weapon. Maybe he had to go to the secret rebel base and ask the generals there what he could do with a weapon that he dared not use. Na, das klingt schon doof. Wir sollten wirklich zu dem gehen, obwohl natürlich auch hier wieder die Gefahr ist, gerade nachdem wir unseren Freund da beim letzten Mal als Backstabber herausstellen haben lassen dürfen, dass hier auch wieder so die Frage dahinter ist, ob wir ihn wiederum trauen können. Aber ich denke, es wäre clever, wenn wir schon versuchen, diese Waffe zurecht zu basteln, dass wir auch versuchen wollen, das komplett durchzuziehen. Well, he should have known he'd have to consult Calaveras again. The scientists at the observatory were smart enough. But what did they know of the Transcendent Emperor? He hoped it wouldn't delay him too long. The rebels had scheduled the final battle soon. Every day they delayed risked the exposure of the secret base. And some soldiers were already drifting back to their homes and families. Calaveras would fix the Sky Ripper for him. And then he would win the final battle. Maybe it was the cold. But after a few steps, Renardo's optimism started to slump. What if Calaveras couldn't help? Did Renardo dare use the Sky Ripper? Oh, he hated that he had chosen this path. It was so much simpler to rescue friends and attack enemies, even if some of those friends were more trouble than his enemies. Some of those enemies had been friends before and might be lovers after. No, okay, it wasn't all that much simpler, no. Physics made his brain hurt. That. At least he was sure of. What else could you hook? Bitte jetzt keine Selbstzweifel. Nice. Schön ist vor allem, unser Schwert hat sich in der Zwischenzeit wieder aufgeladen. Wir kriegen so viele Truhen entgegengeworfen, ist ja schon fast beängstigend. Kampf.
er ist natürlich. Goddammit. Natürlich habe ich das Schaden genommen. Come on. No. Also so hundertprozentig ideal ist das Kampfsystem auch nicht. In den meisten Fällen verfolgt er den Gegner eigentlich relativ gut. He tried to focus on the now. The ravens who seemed everywhere all the time. Where did they hatch from? Were there giant raven hatcheries somewhere or did they have families? Ooh, he didn't want to think about raven mummies raising their darling raven chicks. Yeah, Calveras would help. He would make Renardo feel better about using the Sky Ripper. And then Renardo wouldn't have to worry about ravens ever again. Aha, Kampf. Natürlich. Und jetzt du, sehr gut. Mal aufpassen, dass hier keiner von denen sich irgendwas erlaubt. Nice, so soll das aussehen. Oh boy, okay. Wir haben hier eine Plattform. Und wir haben hier zwei Möglichkeiten, uns irgendwo hin zu teleportieren. Okay, wir sehen auf jeden Fall, wenn wir dort entlang uns arbeiten, kommen wir da runter. Und im Endeffekt an einen Punkt, wo wir eh nicht weiter können, weil wir bisher noch nicht die Waffe craften konnten. Was bedeutet, wir wollen mal hier lang gehen. Oh, hier ist so überhaupt nichts, cool. Doof. Take a leap of faith, said the inscription. Aber auf den ersten Blick sah es aus, als hätte keiner von den drei Wegen uns ernsthafte Vor- oder Nachteile bringen können. Zumindest ohne das Schwert. Gehen wir mal so ein bisschen gucken hier. Ich wollte schon sagen, das ist ein Background, aber das war nicht. Okay, also die Explodi-Raven sind natürlich lustig. Aber zugeben nicht gefährlich, aber weil wir so schnell von A nach B zischen können. Sonderweise, man könnte den Weg zurückgehen mit dem Transporter. Was nicht ganz so klar ist, warum man das machen sollte, gerade wenn man sagt, man nimmt den da unten dann wiederum zurück. Obwohl, nee, ich vermute mal, dass diese Plattform einfach nur so farblich hervorgehoben. Okay, die verschwindet. Okay, also die sollen wir definitiv nicht nutzen. Durch, dankeschön. Goddammit, ich hatte mich eigentlich wegteleportiert und. Oder gedasht, aber. Selbst das ist keine Versicherung, dass man nicht getroffen wird. Okay, den habe ich getroffen, obwohl er so weit von mir wegstand. Okay, wir haben dort einen Weg, den wir nehmen können ohne Probleme. Natürlich den auch. In this chest, there were woodcuts of amazing, beautiful vixens wearing no clothes at all. And something more useful. Okay. Müssen auf unsere AP müssen wir aufpassen. Heißt also, yes, nice. Diese nehmen wir hier definitiv wieder alle mit. Ich meine, hätten wir so oder so gemacht. Aber es natürlich alle nehmen. Noch hier wieder. There had to be something useful in these things, didn't there? Ja, hier sind aber wirklich viele von denen. Wir dürfen aber trotzdem nicht ignorieren, dass wir irgendwann vielleicht doch unsere AP verbessern. Man weiß ja nie, was in der Zukunft auf uns zukommt. Ich erwarte nämlich irgendwann noch so richtig dicke Gegner. Bisher sind wir da noch verschont von geblieben. So, diesen Weg zum Beispiel, diese Passage kenne ich noch. So, und jetzt würde ich ganz gerne hier nochmal das mit der Magie probieren. Einfach weil das so gefühlt offensichtlich ist. Oh. It was good to practice your moves, thought Renardo. Keeps you limber. Schade. Ja, also diese Stelle kennen wir definitiv schon. Okay, die Frage ist natürlich nur,
Gibt es einen Unterschied? Da ist wieder ein Eisbereich, den kann man also nicht nutzen. Okay. Das heißt, also auch dieser ist weiterhin für uns nicht interessant. Aber das ist ein bisschen übel zum Teil, denn ich meine, wir könnten mindestens ein weiteres... Okay, da haben wir keinen Grund, das kaputt zu... Achso, doch, wir müssen die kaputt machen. Oder umschalten, damit die kaputt machen. Ich mache ihn aus. Ja, Mann. Dankeschön. Das war beim letzten Mal so überhaupt nicht aufgefallen, warum wir das hätten umlegen sollen. He hoped Calaveras knew what he was doing. Das ist natürlich jetzt aber auch interessant. Beim letzten Mal sind wir hier zu diesem Calavera gegangen, als wir unseren anderen Freund retten wollten. Das ist nämlich das gleiche Gebiet. Da haben wir nämlich da oben dann die Karten von ihm angetroffen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt wiederum passiert. Denn das ist definitiv die gleiche Karte. Mit vielleicht einem gewissen anderen Anfang. Okay, da haben wir wieder eine Level-Up-Möglichkeit und bitte auch eine Workbench. Könntest du das bitte kaputt machen? Das geht ganz klar kaputt. Geh kaputt. Dankeschön. Das ist interessant, dass wir, seitdem ich jetzt hier das wieder gestartet habe, dass so überhaupt keine Mana-Drops dabei sind. So, einen Level-Up können wir haben, dann nämlich das hier. Obwohl ich immer noch zugeben muss, dass ich True Sword Fu bisher noch überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber gut. Das Ende ist anders. Calaveras had never let him down. Yeah, of course I can make it work better. But when Renato explained about the strings, Calaveras grew thoughtful. Oh, strings, you say? Well, the Arcana do speak of the ties that bind the world. He drew many intricate symbols in the dirt. Yeah, so... according to my calculations, each time you fire, I'm afraid there's a 1 in 120 chance you'll destroy the universe. That's pretty good odds. That's like rolling, what, 21 dice and they all come up 6. What are the odds of that? What? No! It's more like 2.716s in a row. Anyway, with those odds, it won't happen if I use it just once. Yeah, no, no, that's... No, no, that's not right. Each time you use it, okay, look, just don't use it ever. All right, I guess. As he sailed away from the mountains, Renato could see clouds darkening. Rain? No. Ships. Imperial ships, swarming thick as bees. This was it. The big battle. They could not afford to lose this one. What if it did not go well? What if he had to use the Sky Ripper? Could he gamble the universe? On the other hand, what were the odds of rolling 21 sixes in a row?